Genau, als ich das sage, ein bisschen aufs Auge müssen wir auch achten, soll ja nicht alles aussehen wie Müll, platziere ich nur noch eine von diesen Fackeln. Super. Das ist ja... unterstützt meine Aussage natürlich wieder hundertprozentig mit Null. So. Na. Ah, eine Höhle. Hier haben wir doch was. Das ist schön. Eine Höhle gefunden. Können wir hier irgendwie runter, so sicherheitshalber? Gut, tun wir das mal. Ah. Okay, wir haben hier schon mal Kohle, das ist gut. Aber ich würde sagen, es ist hell, da gehen wir zuerst mal raus. Solange wir die Helligkeit haben, nutzen wir sie. Soll ja nicht so aussehen, als würden wir sozusagen den Tag an sich verschwenden, weil das ist ja die einzige Zeit, womit man sozusagen sicher oben an der Oberfläche sein kann. Man sicher eine Oberfläche sein kann und noch ab und zu was einsammeln kann. So ist wie Äpfel zum Beispiel. So, schön das Schwert wieder ausrüsten. So, jetzt brauchen wir aber eine jede Menge an Holz. So, wie steht die Sonne da? Hier, gucken. Haben wir die Axt bei uns? Nee, ich glaube, die ist so kaputt gegangen, oder? Bin nicht sicher, oder habe ich die hier reingetan? Ne, die Axt habe ich hier reingetan. Gut. So, dann brauchen wir Oakwood sehr viel. So, dann brauchen wir nämlich Sticks sehr viele. Wir wollen ja so eine Weidefläche machen. No. Ah. 20, 22, so. Gut, dann wollen wir am besten auch noch zwei davon bauen, genau. Weil wir müssen das ja dann so ein bisschen einigermaßen ebnen. So, das heißt, wir müssen hier die Bäume abhacken und hier das Land ebnen. Damit wir dann sozusagen hier unsere Farm errichten können. Am besten hinter unserem Haus, weil da... weiß nicht, ob die Kühe dann sicherer sind oder so, aber besser ist es. Weil dann können wir nämlich die Tür hinten bei uns rausbauen und dann sind wir direkt in unserem Farmland. So. Dann brauchen wir nicht drauf zu achten, so wie, oh nein, wir müssen irgendwo herumgehen noch und dann nachts zum Beispiel. Und dann ist das immer blöd, dann hat man die Gefahr wieder zu sterben und. Normalerweise müsste dieser große Baum hier weg. Ich versuche das mal zu machen. Wird ein bisschen schwerer als ich dachte, weil der ist auf jeden Fall größer als ich dachte. Da haben wir noch was, hier haben wir noch was. Oh mein Gott, der geht ja da oben noch weiter. Ja. So, eins, zwei und noch einmal. Ach ey. Ach, der geht noch weiter höher. Super. Jetzt aber, okay, gut, jetzt war vorbei. So. Gut, dann machen wir das halt mit unserer Hand. So, schnell. Oh, da ist noch was dahinter. Ist hier noch irgendwas dahinter? Nein, aber da oben ist zum Beispiel noch was. Da müssen wir auch noch hin. So. Wegmachen. Hier ist noch was. Oder hier ist noch einiges. So. Ach, da hinten ist noch was. Wie man sieht. Müssen wir hin. So, okay. So, damit haben wir den hier noch abgebaut. So, jetzt um uns herum gucken, den hier noch abbauen. Oh Mann, ey, das ist hart. Das ist hart. So ein großer Baum.
Ich hoffe, dass er mindestens ein bis drei Äpfel gibt. Wieso nicht 1 bis 2? Ja, mit 2 kann ich mich bei so einem großen eigentlich nicht zufrieden geben. Gut, ich bin zufrieden, wenn ich schon allein einen bekomme, aber egal. So. Dahinter ist auch noch ein bisschen Holz. Gut. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben wir jetzt fast schon einen ganzen Tag gebraucht, nur um hier diesen Baum abzuhacken. Wird das dunkel? Da will ich mir das nur ein. Boah, ich hoffe nicht, ey. Das wäre echt öde, wenn wir nur geschafft haben, hier diesen einen Baum abzufällen. Der ist ja noch nicht mal hundertprozentig kaputt gegangen. Der ist gerade jetzt noch einmal kaputt gehen. Oh, komm. Noch ein Blöckchen oder zwei? Ich glaube zwei, ja. So. Schnell, wo haben wir unsere Schaufel? Auf 30 FPS gesunken. Das ist immer das Schlimme. Wenn man nur mit 30 FPS spielt, ist das okay. Aber wenn man manchmal mit 60 aufnimmt und dann plötzlich auf 30 runterfällt, dann ist das wie so ein ganz langsamer Runterfahren. So, und jetzt sind wir wieder auf 60. Yay! Cool. So. Cool, da waren sogar noch Setzlinge drin. Geil. Gut, das machen wir dann hier hinten unser Feld. So, fallen vom Himmel jetzt noch die ganzen Setzlinge. Schön wäre, wenn ein Apfel damit runterfallen würde. So ein großer Baum müsste normalerweise mindestens einen Apfel haben. Aber bei meinem Glück weiß ich, dass ich bestimmt gar keinen bekomme. So. Gut. Ich sehe schon, ich sehe schon. Ich bekomme gar keinen Apfel hiervon. Ne? Ja. Einmal klar. Null Äpfel für mich. So. So, damit haben wir schon mal hier diesen... Das Grundgerüst haben wir schon mal. Ne, echt? Kein Apfel. Ich hätte gesagt, wenn wir Spinnen töten, können wir uns auch eine Angel bauen und dann hier angeln. Das wäre auch natürlich noch eine Lösung. Können aber auch hier weiter alles wegpunchen. Oh, hier haben wir noch was. Okay. Setzling aufbauen, genau. Also da hinten haben wir dieses Reed, was wir auch brauchen werden für eine Map am besten und noch für Bücher halt im Allgemeinen. So. Gut, da hinten habe ich ja extra mehr ausgegraben, dann kann ich das jetzt nämlich hier noch anpflanzen. So. Gut. Wo steht die Sonne? Die geht langsam unter. Trotzdem. Ein bisschen Steine hier rein, ja, die sitzen hier rein, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. So, also was ich jetzt nochmal machen möchte ist, eine Axt bauen und dann so viel draus noch abhacken wie geht, bevor es dunkel wird. Hier haben wir auch noch einen großen Baum. Na, vielleicht haben wir Glück, dass sie ja kaputt gehen und dann noch ein Apfel liegen bleibt. Wenn nicht, dann halt nicht. In der Richtung, aber von mir aus ist so auch okay. So. Frup, 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 frup. So. Ja. Oh, da hinten haben wir eine grüne Landschaft. Da könnten wir auch zum Beispiel noch einiges an Seeds holen, wenn wir da einfach herumgehen und den ganzen Gras wegpunchen. Und ab und sagen wir mal so. Es gibt verschiedene Sachen, wo sozusagen ein Dorf sein kann. Bei mir spawnt ein Dorf meistens entweder in so einer Landschaft oder in der Wüste. Eins von beiden. Entweder ein Wüstendorf oder so ein grünes Landschaftsdorf. Anders habe ich bisher noch so keine richtigen Dörfer gesehen. Also so mitten im Wald eher selten. Oder ich glaube im normalen Minecraft gar nicht. Ich glaube im Ticket habe ich mal ein, zweimal in so einem Zaubererdorf gesehen halt. So.
Diese Birke muss ja auch alles weg, weil die wollen wir eigentlich durch diese Oak Trees ersetzen, da die halt Äpfel geben, wenn wir Glück haben. Aber auch nur, wenn wir Glück haben. Anscheinend. So. Deshalb ersetzen wir das alles hier dadurch. Heißt aber nicht, dass wir die nie anpflanzen werden oder so. Wir helfen der Natur aus, nein. Und dann einfach nur so. Gut. Wir die halt weg haben, dann halt die anderen da sind. So. So. Haben wir zufällig irgendwo Äpfel? Oh, guck mal, da ein Apfel. Schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Saplinge, die wir irgendwo hier verteilen können immer. Wo keine sind. Also hier sehen wir ja welche, dass da so Setzlinge sind. Da pflanze ich mal hier keine neuen an. Noch ein Setzling. Noch ein Setzling. Noch ein Apfel. Und noch ein Apfel. Drei Äpfel erhalten. Gut. Hat sich gelohnt. Das muss ich sagen, hat sich gelohnt. So. Hier bitte noch einmal. Und hier? Irgendwo ein Apfel gekommen? War mir klar. Kein einziger Apfel. So. Machen wir das mal hier ein bisschen heller. Vielleicht lockt das Monster an? Ich weiß es nicht. Ob Helligkeit Monster anlockt. So. Ist mir auch wurscht. Mag es halt ein bisschen heller. Ist das eine Kuh? Ne, das ist Birchwood hinter hinter so welchen Dingern. Sieht aus für mich wie Kühe. So. Das, was wir jetzt machen wollen, ist nämlich hier unser Haus. So einen Boden machen, weil den Dirt, den kann ich nicht mehr sehen. Das ist ja blöd, wenn wir hier nur Dirt haben. So, dann tausche ich das jetzt mal aus gegen Planks. Ich glaube, gegen die Birchwood Planks einfach mal. Wo haben wir die zweite Schaufel hier? So. Gut, weil wenn wir das nämlich haben, sieht das halt schön aus. So. Birchwood Planks bitte. Perfekt. Haben wir dann nämlich hier so einen schönen hellen Boden. So, brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass hier irgendwas kommt. So. Sieht doch schon viel schöner aus. So, dann können wir jetzt den Rest hier reingeben. Bop, 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 bop. Bop, das Essen behalten wir mal. So. Oh gut. Schade, dass man hier noch nicht diesen Sortier-Button hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und 6 davon. Gut, wie viel Iron haben wir? 23. Oh, andersherum. Genau. So. Dann machen wir uns mal einmal das. Einmal das. Und einmal das. So, dann haben wir noch keine Schuhe. Aber das ist okay. Das sieht sogar das schön aus, wie wir hier verteidigt sind. So, aber wir können dann mit zwei davon eine Iron Pickaxe bauen. 1, 2, 3. So, eine Iron Pickaxe, die uns mal ein bisschen weiterhelfen wird mit der Zeit. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Sickle lassen wir mal hier. So. Ja, ich denke, wir haben für den Anfang zuerst mal genug gemacht. Deshalb werde ich jetzt mal beenden. Ja, und dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn wir sozusagen versuchen, endlich mal eine ganz normale Hardcore zu starten. Also, dann danke und bis demnächst. Ciao.